Wenn man schon so viele Jahre wie ich in diesem teilweise lustigen, teilweise chaotischen Medienzirkus rumturnt, dann bleibt es gar nicht aus, dass sich Freundschaften bilden unter Kolleginnen und Kollegen, auch genreübergreifend, Schauspieler, Moderatoren, Sportler, wer auch immer. Und so wollte es der Zufall, dass meine liebe Freundin Eva Imhoff, die ihres Zeichens bei RTL das gute Wetter verkünden darf, irgendwann sagte: Miri, ich habe ein ganz tolles neues Projekt. Es ist Kunst, aber es steht für eine ganz große und gute Sache. Es geht nämlich um Werte. Das ist doch deins. Und sie hat mir noch nicht mal ein PDF-Dokument oder irgendwas Genaueres geschickt. Ich überflog diese E-Mail und habe sofort ins Handy ja mit 17 A's getippt. Und dann hat sich alles Weitere geklärt. So habe ich von dem Projekt erfahren und habe gedacht, Mensch, Worte, die für etwas stehen, die eine Haltung ausdrücken und die Wert bekommen sollen, also Worte für Werte, da habe ich mich zu 100% wiedergefunden und habe gesagt, da mache ich mit. Drei bedeutende Worte in meinem Leben sind Glaube, Liebe und Hoffnung, in Anlehnung an das Bibelzitat. Aber ich habe mich ganz bewusst für Hoffnung entschlossen, weil ich glaube, dass das eine unschätzbare Kraft in unserem Leben sein kann, die das Leben positiv beeinflusst. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir nicht Spielball des Schicksals sind, sondern dass mit der Hoffnung als innerer Kraft wir die besten Mittel an der Hand haben, unser eigenes Leben zu gestalten. Das ist der große philosophische Überbau. Ganz konkret halte ich Hoffnung neben Optimismus für eines der wichtigsten Gefühle und eine der größten Kraftquellen in Situationen, wo es einem nicht so gut geht. Von diesen Situationen kenne ich einige in meinem Leben, aber erstaunlicherweise, vielleicht lag es an Liebe und Glaube, denn anderen zweien habe ich die Hoffnung nie verloren, egal wie düster der Moment war. Und letztlich ist Hoffnung genau das. Hoffnung ist das Licht, wenn es gerade verdammt dunkel um einen herum aussieht. Und das Licht möchte ich weitergeben.